Bitte warten Sie. Tötung wird initiiert. Bitte warten. Ist das alles? 3 Schaden. Ich glaube, es hackt. Zack. Und nochmal. Weil du es verdient hast. Weiß noch nicht warum, aber hast du verdient. So, einmal nachladen. Habt ihr irgendwas Tolles dabei? Sieht nicht so aus. Ein Bohrhammer und Gewehrpatronen. Na gut, jetzt hat Cassidy erstmal, ne? Bis der überhaupt wieder mal zum Schuss kommt, du. Das dauert sowieso nochmal ein bisschen. Hey! Tag auch. Wie, du lebst noch. Saftladen. Benutze das Stimpack. Und das ist ein. So, kommen die nächsten Wochen an. Und sagen mal, hallo! Kritisch getroffen ohne Schaden, so wie ich das gerne habe. Haben wir bitte einen Kopf? Ups. Shit happens. So, dann machen wir das Ganze nochmal. Ankop. Ups. Tut mir aber leid, tut. So, und dann haben wir da noch ein AHS-Mitglied. Du wirst sterben. Sorry für den Spoiler. Mein Gesicht, mein Gesicht. Ja, auf das habe ich auch gezielt. Penner. Okay. Jetzt sind halt wieder die Dinger hier auf. Die kann man ja dann hier wieder theoretisch wahrscheinlich umgehen. Vielleicht mit dem elektrischen Dietrich. Funktioniert aber nicht. Aber irgendwie geht das bestimmt. Aber halt im Moment nicht. Aber brauche ich auch nicht mehr. Ich bin ja hier fertig. Sind ja alle tot. Wir gehen hoch. Und das ohne große Verluste. Guten Tag. Warte, aus dem Kampf raus. Legt in die Richtung hin hier. So, und dann machen wir es mal aus der nächsten Nähe. Einmal hier, auf den Kopf. Einmal nochmal ganz normal. Das tut mir aber leid. Das ist für AHS-9. Ja, der ist tot. Das macht dementsprechend keinen Sinn mehr. Das tat weh. Sollte es auch. Er hat tot, Jim. Ups. So, den anderen da, den brauche ich nicht unbedingt, ne? Ein rotblonder Mann. Warum willst du uns was tun? Will ich ja gar nicht. Aber man zwingt mich dazu. Das sind die Asiaten. Arbeit ist vollbracht. Kann man mal nachladen hier. So, und dann erstatten wir Bericht über unser Attentat auf AHS-9. Bei diesen Homologen schützt jetzt mich. Ja, die sind ja auch alle tot. So, mal schubsen. Mal schubsen. So. Dann gucken wir mal, ob er mir jetzt sagt, wie ich jetzt mit dem Kaiser sprechen kann.
Mit dem Tod von AS9, den Großen und Schrecklichen, sind die Hubologen keine wirkliche Gefahr mehr für uns. Und unsere Forschungsarbeit. Gute Arbeit. Wir stehen in deiner Schuld. Möchtest du mit dem Kaiser sprechen? Ja. Du hast dich als Freund der Ski erwiesen. Ich denke, ich kann dich getrost in unsere Geheimnisse einweihen. Im Hinterzimmer findest du das Kraftfeld für den großen Computer. Er ist ausgeschaltet. Mit dem Kennwort CSPDMSHR Xi Huang Ti X9372 kannst du die Verbindung zum Kaisercomputer herstellen. Ich hoffe, das wird dir von Nutzen sein. Der Kaiser ist ein Computer? Ja, er speichert unsere Geschichte, unsere Forschungsarbeit und macht Vorhersagen über die Zukunft. Er ist bei weitem besser als irgendein fehlbares menschliches Wesen. Dennoch modifizieren wir seine Vorschläge mit unserem eigenen Wissen über die menschliche Natur. Warum? Okay. Das hier also, ja. Sind Wachen. Willkommen. Bitte Kennwort eingeben und Identität bestätigen. Das hier. Identität bestätigt. Geolokalisierung. Was möchtest du lokalisieren? Die Dorfbewohner aus meiner Heimat. Wahrscheinlichkeit insgesamt 97%. Bewohner bei den Koordinaten des Enklavengeländes lokalisiert. Okay, Diagnose. Diagnosefunktion. Netzwerk durchsuchen. Biologiestation inaktiv. Chemiestation inaktiv. Physikstation inaktiv. Biologiestation aktivieren. Chemiestation aktivieren. Physikstation aktivieren. Zugriff zur Biologiestation. Daten für Botanikprogramm, Genetikprogramm, Xenoprogramm. Xenoprogramm. Das Versuchsobjekt, an dem wir eine Reihe von bedeutenden Experimenten durchführen wollten, ist verschwunden, wahrscheinlich zerstört oder von den Hubologen gestohlen. Alle weiteren Nachforschungen verliefen ergebnislos. Diese Datenbank wird bis zum Erhalt weiterer Exemplare gesperrt bleiben. Dr. Sheng. Das Genetikprogramm. Nach etwa 20 Minuten setzt wohl folgende Informationen zusammen. Dr. Long Wang ist davon überzeugt, dass er auf der Grundlage des FEV-Virus Mutantensoldaten erschaffen kann. Er entwickelt ein Serum, das interessante Ergebnisse bei Versuchen mit Nagetieren bringt. Er macht einen Selbstversuch und wird zu einer Schmalzlache. Dr. Sheng stellt die Versuchsreihe ein nach dem Tod von Dr. Long und Dr. Sheng, seinen Nachfolger. Sheng befiehlt, die Forschungsarbeit auf strahlenabsorbierende Pflanzen zu konzentrieren. Das Botanikprogramm. Nach ca. 20 Minuten entdeckst du folgendes. Erste Ergebnisse über botanische Strahlenbarrieren sind nicht sehr vielversprechend. Dr. Sheng entwickelt Pflanzen, die gegen Strahlung resistent sind und mit unerwünschten Nebenwirkungen entstandenes Pflanzengut scheint zu gefährlich. Sheng besteht darauf, mit Experiment fortzufahren und es mit dem genetischen Programm zu verbinden. Okay. Dann haben wir das, oder? Das war Diagnose, Netzwerk durchsuchen. Nee, das war ja das, alles klar. Ich könnte die Festplatte formatieren. Festplatte auf Fehler überprüfen. Die Funktionalität dieses Systems liegt bei 92%. Im abgeschirmten Kern des Kaisercomputers bei 100%. Die Integrität der Daten beträgt 100%. Stromversorgungsprobleme am Prognoseknotenpunkt. Zur Reparatur veranschlagte Zeit 6 Tage. Prognose zu 15% einsatzbereit. Okay. Okay, die Datenbank. Welche Datenbank soll überprüft werden? Ach nee, das ist das. Ach so, da gehen wir dann direkt von dem Netzwerk. Nee, gar nicht wahr. Das ist das Biologiegedöns. Datenbank. Chemie. Benzin und Derivate. Du entdeckst eine unglaubliche Masse komplexer chemischer Formeln und Laboraufzeichnungen. Du weißt nicht genau, was das alles zu bedeuten hat. Leite Benzin zum Poseidon-Tanker. Benzin wurde entsprechend umgeleitet. Lagertanks gleich leer. Programm wird geschlossen. Okay.
Aber ich bin hier noch nicht fertig. Was kannst du mir Physik sagen? Forschung. Oder warte, haben wir unter Chemie was noch? Polymere. Nachdem du dich durch die Symbolik und die technischen Abhandlungen gekämpft hast, entdeckst du, dass die Ski an einer neuen Feuer- und waffensicheren Polymer-Kampfausrüstung arbeiten. Sie sind noch meilenweit von der Vollendung entfernt. Es ist außerdem von neuen Waffen und Konstruktionsmöglichkeiten die Rede. Anscheinend haben die Ski so manche Zukunftspläne. Okay. Dann die Physik. Die Forschung. Durch die vor kurzem erworbenen Vertebra-Pläne sind wir der Möglichkeit, eine in der Praxis anwendbare Flugmaschine zu bauen, einen Quantensprung näher gekommen. Wir hoffen, bis zum Jahresende einen flugfähigen Prototypen fertigzustellen und innerhalb der nächsten 2 Jahre mit der Massenproduktion starten zu können. Dr. Wong. Theorie. Nachdem du dich durch die Einleitung und die mathematischen Berechnungen gequält hast, entdeckst du, dass die Ski wieder lernen, Atomenergie zu entwickeln, indem sie die Raumflugtheorien der alten Welt rekonstruieren. Wobei sie die Hubologen belächeln. Neben Sonnenenergie nutzen sie auch Wind- und Wasserkraft. Zumindest steht es so in den Aufzeichnungen. Also wieder Atomenergie. Geschichte, die sich letztendlich wiederholt. Prognosen. Wahrscheinlichkeit, dass die Tanker-Vagabunden die Monsterplage ohne Hilfe von außen bewältigen, gleich 0%. Nutzen einer Hilfeleistung wird untersucht. Keine Bearbeitung weiterer Eingaben nötig. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlstarts der Hubologen-Rakete liegt bei 95%. Gründe: kein Treibstoff, ungeeignetes Dichtungsmaterial, schlechte Führung, Mangel an Initiative. Eingabe: Poseidon-Öltanker nicht bereit zum Auslaufen. Weitere Eingaben nötig. Wahrscheinlichkeit, dass U-Boot in diesem Spiel wieder auftaucht, gleich 0%. Eingabewert zeigt, dass Enklave stärker als vermutet, nicht annähern. Okay, das ist die Hubologen-Rakete. Ich glaube, wir haben alles durch. Okay. Vielen Dank. So, ich möchte hier vielleicht nochmal reingehen. Denn hier haben wir nochmal einen tollen Schreibtisch. Mit ohne was drin. Kann ich mit dem Bildschirm was machen? Kann ich mit dem Bildschirm was machen? Okay. Gut, vielen Dank. Ich will nochmal, aber da speichere ich vorher. Wenn ich dann die Festplatte formatiere, was dann passiert? Ob da alle Akkro sind, weil ich dann den Kaiser gelöscht habe? Oder halt alles, was es so gibt. Diagnose. Festplatte formatieren. Festplatte formatieren. Bei diesem Vorgang werden alle Daten gelöscht. Soll Laufwerk wirklich formatiert werden? Ja. Soll diese Einheit wirklich formatiert werden? Dieser Vorgang ist unumkehrbar. Ja. Formatierung wird durchgeführt. Formatierung abgeschlossen. Neustart erforderlich. Erfordert komplette Installation. System wird heruntergefahren. Beendet. Ja, okay. Das wäre dann wahrscheinlich eine Quest gewesen für wahrscheinlich die Hubologen. Das habe ich nicht vor. Die sollen natürlich ihre Daten erstmal behalten, auch wenn mir das mit den Atomkraftwerken nicht so ganz gefällt. Aber nun gut. Dann beseitigen wir mal die Plage unten im Keller des Bootes. Oder im Bug des Bootes. Und dann mal gucken. Wir brauchen ja noch ein SAS und einen fähigen Computer. Ich habe keine Ahnung, was ein SAS ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir das vielleicht beim Sierra Militärdepot da finden können. Wo ich ja auf alle Fälle auch nochmal hin möchte. Nee. Und ja, es neigt sich alles so ein bisschen dem Ende entgegen.
Man merkt das wahrscheinlich auch.